Andreas Prochaska, der Regisseur der neuen Boot-Staffel, der neuen Serie Das Boot bei Sky. Prochaska, Sie haben von der Vorstellung halt dieser Filmbilder und der Wissenheit des Films, haben Sie gesagt, im November 2016 wurden Sie angerufen und damit begann für Sie das Boot zu laufen. Zum gleichen Zeitpunkt war es die Nordwestzeitung in Oldenburg, die exakt 75 Jahre nach der Siebenfallfahrt von U96 das private Tagebuch des reitenden Ingenieurs Friedrich Grade veröffentlichte. Friedrich Grade, Fritz Grade, lebt noch immer 102-jährig. Es gab einen Sonderbedruck der Zeitung, den Friedrich Grade handverlesen unterschrieben hat. Okay. Und diesen Sonderdruck mit dem original privaten Tagebuch des UI von U96 publiziert bei der Nordwestzeitung exklusiv bis heute. Den schenke ich Ihnen jetzt gerne im Namen der Nordwestzeitung. Vielen herzlichen Dank. Und wenn Sie nach hinten mal blättern, da ist auch die Unterschrift von Friedrich Grade drin. Da ist sie. Das ist Fritz Grade. Und wenn Sie jetzt quasi am Ende Ihrer Bootreise, im November 2016 ging es los, heute ist der Tag, wo erstmalig Filmbilder vorgestellt wurden, wenn Sie jetzt ein paar Worte an die Leserinnen und Leser der Nordwestzeitung sagen möchten. Diese Reise war eine große Herausforderung, vor allem mit diesen Vorbildern. Und ich hoffe, dass vor allem die Leser dieser Zeitung eine große Freude mit dem Produkt haben, das wir gerade vorgestellt haben. Herr Prochaska, ich danke Ihnen sehr. Gut. Glück auf für die Reise, glückliche Reise. Dankeschön. Gerne.